So, also, ich erzähle jetzt den wahrscheinlich längsten Witz der Welt. Ob es jetzt wirklich der längste Witz der Welt wird, weiß ich natürlich nicht, aber ich gebe mir alle Mühe. Ich sehe gerade, ich habe 13 Minuten Zeit, um hier. So, also nochmal kurz, weil viele mir sagen, ey, du nimmst ab, aber hier ist nichts, nein, nein, hier ist nichts, nö, nö, hier ist gar nichts, alles hier in dem Kopf drin, raus in Kopf, in Kopf, in Kuh, in Kopf. So, also jetzt fangen wir mal mit dem Witz an. Und zwar war ein kleines Mädchen, sagen wir mal ein Mädchen, es hätte auch ein Bub sein können, ist im Grunde genommen ist es egal. Aber in dem Witz ist es jetzt erstmal ein Mädchen und das ist, wie alt wird es sein? Vielleicht 5, nein, es ist älter wie 5, vielleicht 7, 8 Jahre, so ungefähr. Also so ganz wichtig ist es für die Dramaturgie des Witzes nicht, ob das Kind jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist, ob es jetzt 7 oder 8 ist. Fakt ist ein Kind und in diesem Witz ist es jetzt nun mal ein Mädchen und ich sage, ich beschließe es jetzt einfach mal, ich setze mich jetzt einfach mal über alle Dinge hinweg. Ich sage einfach mal, es ist ein Mädchen und ich sage, sie ist 9 Jahre alt. Sag ich jetzt mal so. Jedenfalls, dieses Mädchen fragt ihre Mutter und sagt, du Mama, sag mir doch mal bitte, wie werden intelligente Kinder gemacht? Sagt die Mutter, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, da musst du mal deine Großeltern fragen. So, jetzt kommt's. Welche? Welche? Dieses Kind hat ja Mama und Vater. Und diese Mama und Vater haben jeweils auch eine Mutter und einen Vater. Und der Vater hat auch eine Mutter und einen Vater. So, fangen wir jetzt erstmal bei Vater väterlicherseits an. So, den Mann kann man nicht mehr fragen, weil der Mann leider verstorben ist. Und zwar ist er ja damals vom Stadtkrankenhaus, ist er ja zu der Ernst, der, zu der Erwin-Kleinschmidt-Klinik, ist er ja verlegt worden. Und da war ja der Herr Professor Dingsbums. Und der war ja als einzigster, also wirklich der einzigste, der festgestellt hat, dass der Mann was an dem Mömpris hat. Gut, ist natürlich brutal. Die Diagnose, etwas an der Mömpris zu haben, ist brutal. Aber der Herr Ding hat gesagt, wir machen das. So, jetzt weiß jeder von uns, wir wissen das alle, wenn man an der Mömpris operiert wird oder die Mömpris sogar ganz und gar rausgenommen wird, muss man einen Schlauch schlucken. So, jetzt haben die dem Mann diesen Schlauch in den Mund hineingesteckt und was ist passiert? Sie haben beim Einführen des Schlauchs, haben sie ihm den Schoppenzähler kaputt gemacht. So, der Mann hat die Operation wunderbar überstanden, es war auch soweit alles in Ordnung, Blutwerte, alles, die Dinge, die ganzen Parameter, alles super, der Mann hätte 200 Jahre alt werden können. Aber dadurch, dass die dem beim den Schoppenzähler kaputt gemacht haben, ist der Mann in die Wirtschaft gegangen und Spielchen bestellt, so wie wir alle das hin und wieder mal machen. So, dieser Mann geht in die Wirtschaft und bestellt sich Bier, noch eins, noch eins, noch eins. Und wie das bei uns ist, jeder normale Mann weiß, okay, ich kann 7, 8, 10, 12, 15, wie auch immer, wie viel Bier trinken. Es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal. Aber wir merken dann irgendwann, okay, es reicht, wir haben genug, wir bezahlen und gehen nach Hause. Und dieser Mann hat es nicht gemerkt. Er ist praktisch in der Wirtschaft ertrunken, weil sein Schoppenzähler kaputt war. Ist der Mann jämmerlich ertrunken. Das ist nicht zu glauben, aber es ist so. So, aber jetzt müssen wir mal, dass wir den Bogen wieder zu dem Witz, dass wir den Bogen wieder zu dem Witz zurückkriegen. Jetzt könnte man natürlich auch die Mutter väterlicherseits könnte man fragen, die Mutter väterlicherseits könnte man fragen, aber die Frau, die ist ausgezogen, also die ist nicht ausgezogen, sondern nach dem Tod ihres Mannes ist sie mit einem Latino durchgebrannt und die sind irgendwo JBD in der Anden oder was weiß ich, wo die rummache, keine Ahnung. Also ich habe mir wirklich auch hinblicklich des Witzes habe ich mir Gedanken gemacht, habe hier Suchaufträge vom Rote Kreuz und so weiter und so fort, habe ich, aber ich finde die Frau nicht mehr. Also schließt, also die Frau, wir können sie nicht fragen und wir schließen sie jetzt einfach mal aus diesem Witz aus, weil, wie gesagt, ich habe alles versucht, sie zu, aber es ist manchmal im Leben,
So wie es ist. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt können wir natürlich den Vater der, also den Vater mütterlicherseits, also den Großpapa von der kleinen Neunjährigen, wir haben ja noch gar keinen Namen gegeben, fällt mir eben ein. Ich würde sagen, wir verzichten jetzt erstmal auf den Namen, weil ich kann mir das mit den Jacqueline und Eva Maria Klein und hin und her, ich kann mir das nicht merken, dass die Namen früher, als ich ein Kind war, hießen die Mädchen Petra, Sabine, Gabi, Steffi oder so, ja. Aber mit denen, ich kann mir das, es tut mir leid. Also, ich will es auch nicht werden, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, es liegt einzig und allein an mir, dass ich da jetzt, um Gottes, ich will da also niemand, also irgendwie zu nahe treten oder. Jedenfalls habe ich ja bewusst Wert darauf gelegt, dass wir dem Kind jetzt keinen Namen geben. So, also jetzt nochmal zurück. Wir haben ja gesagt, väterlicherseits, die Mutter, die ist mit so einem Latino durchgebrannt und ist nicht auffindbar. Jetzt haben wir natürlich noch den Vater mütterlicherseits. So, da habe ich natürlich auch lange recherchiert, um den Mann zu fragen, um das mir da sagen könnt. Sagen Sie mal, wie macht man intelligente Kinder? Sie müssen es wissen. So, ich habe mich dann mit der Frau unterhalten und die hat gesagt, tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie meinen Ehemann aus dem Spiel, der hatte da damit nichts zu tun. Der war nämlich damals, als der Zeitpunkt der Zeugung in Frage hätte kommen können, war der beide Soldaten, also der war bei der Bundeswehr, der hat da irgendwie, was weiß ich, Wochenenddienst und kam nicht heim. Ach, ich habe die Frage gefragt, die wusste es jetzt auch nicht mehr so genau, gell? Sie hat es also nicht mehr so genau gewusst. So, jetzt bleibt nur noch, also wenn wir haben jetzt ausgeschlossen, der Vater, väterlicherseits, lebt nicht mehr. Die Mutter, väterlicherseits, ist durchgebrannt. Der Vater, mütterlicherseits, den gibt's wohl, aber der Angetraute hat wohl laut der Mutter nichts damit zu tun. Und ich habe auch bei der Post nachgefragt und die geben keine Auskunft, wer zu der damaligen Zeit Postbote war oder wer das Gas abgelesen hat oder das Elektrische. Also die geben keine Auskunft. Ich hab versucht, ich habe auch hier mal ein 20er auf den Tisch gelegt, um dass man genau besser Bescheid weiß. Aber die Stadtwerke und Kram, die haben gesagt, nee, da können wir nichts machen, es geht nicht. Sind auch in der Vergangenheit so viele Sachen ans Tageslicht gekommen, die besser hätte nicht solle ans Tageslicht kommen dürfe. So. Jetzt bleibt wirklich nur noch die Mutter übrig. Die Mutter bleibt noch übrig. So. Und jetzt könnte ja unser achtjähriges Mädchen die Oma fragen. Könnte sagen, Oma, du sag mal, weißt du, wie man intelligente Kinder macht? Die könnte ja natürlich sagen, ja, weiß ich. Aber das Problem. Und jetzt kommt die Wende von diesem Witz. Normalerweise würde dieses neunjährige Mädchen hingehen und sagen, du Oma, weißt du, wie man intelligente Kinder macht? Und die Oma hätte gesagt, ja, natürlich weiß ich das, schau dir deine Mama an. So macht man das, es ist ganz einfach. Aber das Problem war, es war schon zu spät, weil auch dieser Witz, der zieht sich ja wie furchtbar. Ich kann solche Witze nicht leiden, die sich ziehen wie Gummi und die Ähme. Und der Typ, der sie mir noch erzählt, der lacht da noch selber zwischendrin. Haha, ja, weil er als einziger weiß in seinem kleinen Brummschädel da, was er da überhaupt den Leuten. Also für mich ist das ja nichts. So, jedenfalls könnte, wie ich jetzt hier schon einschlägig gesagt habe, dieses Mädchen könnte die Oma war, Oma sagen, geh, und die sagt die Oma, so, aber das geht nicht, weil es schon zu spät war und das Kind schon seit ungefähr eine Dreiviertelstunde tief und fest schläft. Puh, ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, aber ich muss früher auch bei Zeit ins Bett. Ich konnte da nicht bis um 11, 20 Uhr da rumhüpfen. Na gut, so, ich würde sagen,
Rein witzetechnisch war es das jetzt erstmal gewesen. Wenn da jetzt noch Frage aufkommen sollte, ich bin natürlich gerne bereit, sämtliche Informationen, die ich außerhalb dieses Witzes noch habe, gerne zu erklären oder weitere Details, wie gesagt, mich einfach anspreche. Ich habe ein offenes Ohr. Ich bin natürlich auch daran interessiert, dass der Fall richtig aufgeklärt wird, gell? Weil so Halbweisheit, vielleicht weiß einer den Verbleib der Mutter väterlicherseits in Peru mit diesem Latino. Vielleicht kennt jemand diesen Latino. Ich weiß es nicht. Also wenn einer was weiß, einfach mal kurz durchgerufen, www, was weiß ich, de oder irgendein Kram. Ich habe keine Ahnung, von mir aus auch .com oder bleibt fort. Ist egal. Jedenfalls soll es das jetzt hier von meiner Seite erstmal gewesen sein für. Ich weiß nicht, ob es der längste Witz ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch egal, ob es jetzt ist oder nicht. Jedenfalls sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn jetzt noch jemand irgendwelche Fragen hat, einfach sich kurz an mich wende. Und ich versuche dann mein Bestes zu geben. Ich versuche es zu erklären. Ansonsten wünsche ich erstmal guten Abend und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der längste Witz der Welt. Auf Wiedersehen. Also das war es jetzt wirklich. Nee, ich schalte jetzt aus hier. Finger habe ich schon hier. Zack. Und jetzt mache ich einfach auf das Gästchen. Zack. Und dann ist aus und Schluss.